Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Nämlich, ihr seht es schon, Subnautica Below Zero. Ja, es hat ja schon ein Subnautica gegeben, das war ein ganz cooles Spiel, habe ich jedoch nicht gespielt. Und jetzt ist Subnautica Below Zero Early Access heraus. Und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal ins Game. Start New Game. So. Okay, ja, wir machen mal das Survival, das ganz normale. So. Auf jeden Fall sehr schönes Artwork. Also mir gefällt das sehr schön, der Stil. Schaut cool aus. Also ich glaube, das ist ein sehr cooles Spiel. Wir werden es gleich sehen. Es ist, wie schon gesagt, noch in der Early Access Phase. Deswegen werden noch ein paar Bugs und teilweise noch ein paar Lags drinnen sein. Das steht auch extra vorm Intro noch. Aber ich habe mir gedacht, ich würde das trotzdem gerne mal mit euch anzocken. Und dieses Projekt wird jeden zweiten Tag kommen. Also immer abwechselnd mit Minecraft namenlos. Also jetzt zum Beispiel am Sonntag kommt Minecraft namenlos. Am Montag, also heute, kommt Subnautica. Morgen wieder Minecraft namenlos, dann wieder Subnautica. Und immer so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf dieses Projekt wie ich. Und so, wenn das jetzt noch länger dauert, dann... Nein, scheint nicht so. Oder? Ja, dann warten wir halt einfach noch ein bisschen. Gut, jetzt geht's los. Okay, wir sollen einfach mal Tab drücken, damit wir das öffnen. Okay, da haben wir den Wecker elegant ausgeschalten. Alles klar. Ja, also anscheinend haben wir hier schon so eine kleine Basis mit so ein paar Fischchen hier drinnen. Kann ich mit dem Aquarium interagieren? Nein, kann ich nicht. Darf ich das haben? Oh, ja, danke. Kann ich da was anziehen? Nein. Kann ich da rausgehen? Ja, kann ich. Oh. Oha, wir haben ja wirklich schon so eine kleine Basis. Halleluja. Das hätte ich nicht gedacht. Kann ich irgendwie sprinten? Steuerung? Nein. Okay, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Wie öffne ich den PDA? Mit Tab war das, glaube ich, oder? Ja, hier haben wir ein Inventory. Voice Log. Ja, okay. Gut. Data Downloads. Altera. Robin Goodwill. Altera Application Interview. Okay, ja, das wollen wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Okay, ich schau mal kurz. Gibt es ein... okay, also wir können die Sprache nicht auf Deutsch umstellen. Ja, das wird wahrscheinlich alles noch mit dazu reingepatcht, schätze ich mal. Ja, interessant. Auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Wir haben halt schon so eine riesen Basis irgendwie. Da geht's zum Labor. Kann ich mal rausgehen? Ich will mal rausgehen. Geht's noch draußen? Nein, da ist ein weiterer Schlafraum. Da liegt ein PDA. Aha. Research Base Zero. Okay. Kann ich den Kasten? Nein, kann ich auch nicht öffnen. Schauen wir mal. Da wird es wahrscheinlich noch draußen gehen. Alles klar, hier geht's nach draußen. Was haben wir hier? Okay, so eine Box mit so einem Ding, womit man dann durchs Wasser fahren kann. Können wir da einsteigen? Diese Roboter. Das will ich mal schnell ausprobieren. Das ist interessant auf jeden Fall. Man startet nicht direkt im Wasser. Das ist...
Hi, Sam. We lost contact with Jeffries up at the research site. Okay, I'll check it out. Understood? You know, the formal bit's cute, but we've shared a womb. Would it kill your career to act like we'd met before? Robin, you know these conversations are monitored. I don't care who knows it's cute. I've been here 2 weeks, we've hardly spoken. Because you went straight to the planet. Find Jeffries, chat later. Yes, Mom. Okay, also die hat uns jetzt angefunkt, ein gewisser Jeffrey steckt in Schwierigkeiten, beziehungsweise sie haben schon lange nichts mehr von ihm gehört und wir sollen den jetzt suchen. Aber wohin wir jetzt wirklich sollen, habe ich jetzt nicht herausgefunden. Also, wir sind anscheinend Sam, eine Frau. Und sie haben eben von Jeffrey nicht mehr gehört und deswegen sollen wir ihn jetzt suchen. Das sind wir anscheinend, Sam Goodell. Okay, also wir sind Analystin, sind auf der Station, auf der Vesper Station. Okay, alles klar. Ja, dann, upsi. Das ist die alte Gewohnheit aus Minecraft, einfach mal Escape zu drücken. Okay, nur... soll ich da jetzt zu Fuß gehen, oder? Anscheinend. Ja, dann gehen wir mal. Ich schau mal kurz in den Steuerungen nach, ob man irgendwie sprinten kann. Schaut jetzt... Da, Sprint. Left Shift. Ah, okay. Also Shift ist es. Ah ja, sind wir ein bisschen schneller. Okay, vielleicht können wir da schon direkt unter Wasser gehen. Wir haben einen Schneemann gebaut und nimmst so einen Anzug an. Oh, das ist cool. Destroyed moment. Oh. Ups. Ich war das nicht. Ja, wer hat denn da diesen Schneemann kaputt gemacht? So eine Frechheit. So, kann ich da runter gehen? Ja, kann ich. Climb. Achso, das ist nur zum Raufgehen dann. Oh. Ups. Upsi. Okay. Was soll ich jetzt machen? Ich meine, ich soll diesen Jeffrey suchen, aber... wo genau soll ich denn suchen? Kann ich den Gabelstapler fahren? Bitte, bitte, bitte. Nein. Schade. Vielleicht in die Richtung. Ja. Schauen wir mal, vielleicht. Ah, Chaosstart. Läuft. So, sprinten wir mal schnell in die. Was ist mit dir, du Pflanze? Oh, die macht uns Schaden, das ist nicht gut. Geh weg von mir. Die wollen mich alle töten. Warum wollen die mich töten? Das ist nicht nett, Mr. Pflanze. Nicht nett. Naja, dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir jetzt irgendwie zu Jeffrey oder so. Was bist du denn? Kann ich was machen? Nein, kann ich nicht. Hallo? Bin ich hier richtig? Vielleicht, ich weiß es nicht. Hallo? Guten Tag. Ui. Hier ist auf jeden Fall so ein Tempel oder sowas. Also ein Tech-Dings. Alien-Tech-Zeug. Okay, dann schauen wir einfach mal. Oh. Okay, da. Alles. How do you know my name? I come in peace. Sam, the building just powered up. It spoke to me. Are you safe? Ah, wir sind nicht Sam, wir sind Robin. I'm fine. No sign of Jeffries. I've got an electrical storm on the sensors. Okay. Ui. I think it's already here. That cavern isn't stable. I want you to get back to Sam. Okay. Damn it. Wir müssen so schnell wie möglich zurück, weil wir ziehen den Sturm auf und die Höhle ist nicht stabil. Ja, okay. Und wir kommen nicht zurück. Danke dafür. Oh, doch. Da gibt's noch einen Weg. Bitte, kann ich da durch? Nein.
Kann ich mich irgendwie ducken oder so? Ah, dafür kann ich da jetzt lang, oder? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich, bitte. Bitte, darf ich da lang? Bitte. Hallo? Ja. Jawohl. Ha. Okay. Bin ich jetzt? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal schnell. Irgendwo hin. Keine Ahnung wohin, aber da. Das ist einfach ein eingefrorener Wasserfall, läuft. Auf jeden Fall. Schnell. Bevor der Sturm uns einholt. Nein, ich will zu meiner Forschungsstation. Ach, da ist sie schon. Da können wir rein, wieder gehen. Schnell. Bitte. Oh. Ja, das stellt ein Problemchen da. Okay. Entschuldigung. Ja, das ist in der Tat nicht so cool. Okay. Und jetzt geht's los mit Subnautica. Weil das ganze Spiel ja eigentlich unter Wasser, soweit ich weiß. Okay. Okay, wir sollten mal kurz nochmal schnell an die Oberfläche gehen. Damit wir ein bisschen Sauerstoff auftanken. Und ins Zweite schauen wir uns mal unseren PDA an. Der ist nämlich jetzt im Notfallmodus. Ja, und schauen wir mal, was der für Einträge für uns hat. Emergency, Arctic Survival Guide. Okay. Bla bla bla. Start hier. Okay, wir müssen in eine Safe Environment gehen. Okay, und ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Das war jetzt nur die erste Folge. Also es war halt jetzt die erste Folge, mal ein bisschen der Anfang von der Story. Ist jetzt noch nicht so viel passiert und in der nächsten Folge machen wir dann so richtig weiter. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, bis dann und ciao.